Und damit ein herzliches Willkommen und Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und herzlich willkommen zu Let's Play Die Siedler 2 Gold Edition. Das Intro klappt leider nicht, da stürzt das Spiel leider ab, es läuft aktuell über DOS-Boss. Es ist, wie ihr seht, ein sehr altes Spiel von 1997, es wird nächstes Jahr 20 Jahre alt, und da dachte ich mir, könnte ich doch mal ein Let's Play dazu machen. Nicht wundern, ich hatte ein paar Missionen schon angespielt, aber wir fangen natürlich mit Kapitel 1 an. Es geht los. Kurz zur Vorgeschichte, was im Vorspann passiert. Wir sind Octavius, der Kapitän der Tortius, das ist dieses Schiff hierhin, und wir geraten in Seenot und wir stranden auf einer komischen verlassenen Insel, die irgendwie ein bisschen seltsam ist, als nachdem wir in einen Wirbelsturm geraten sind, und dort legen wir direkt los bei Mission Es geht los. Wir So, Tagebuch des Octavius, vierter Tag nach dem Schiffbruch. Gestern fanden sich alle Überlebenden zusammen, um die Lage zu beraten. Da keine Aussicht auf eine baldige Rettung besteht, beschlossen wir, uns auf dieser fremden Insel niederzulassen. Dabei werden uns die geretteten Güter aus dem Schiff eine große Hilfe sein. Das Wichtigste ist, die Rohstoffe der Insel für den Aufbau einer Siedlung nutzbar zu machen. Wir benötigen dringend Unterkünfte für einen Holzfäller, Schreiner und den Steinmetz. Bauen Sie Unterkünfte für einen Holzfäller, Schreiner und Steinmetz. Aber vorher mache ich mal die Musik und die Soundeffekte ein kleines... Ja. Machen wir so. Ein bisschen was von der Musik soll man ja schon hören. Hat ja durchaus ein bisschen Atmosphäre. So, kurz zum Spiel. Ich habe jetzt auf die Leertaste gedrückt, wie ihr vielleicht gehört habt. Und da kriegen wir die Gebäude eingeblendet, die wir bauen können. Wir bauen als erstes mal... hier einen Holzfäller. Ich werde gleich was dazu sagen, keine Sorge. Dann bauen wir hier einen Steinmetz und hier machen wir ein Sägewerk. Zack. So. Was ist jetzt gerade passiert? Ganz einfach, wir haben hier, wie ihr seht, drei verschiedene Symbole mit Gebäuden. Das hier sind die Kategorien Hütten, das sind kleine Gebäude wie beispielsweise Holzfäller und Steinmetz. Später kommen weitere hinzu. Dann haben wir hier die Kategorie Haus, da kann man Sägewerk bauen und wir können dort natürlich auch Gebäude der kleineren Kategorie bauen. Dann gibt es hier noch die Kategorie Schloss, da können wir aktuell nichts bauen, auch das kommt später noch hinzu. Wie ihr seht, wir haben Wege gebaut und fahren. Warum die fahren? Ganz einfach, ihr seht, alle Gegenstände, Baumaterialien in diesem Fall, jetzt gerade, werden hier immer von Fahne zu Fahne getragen und dann vom nächsten Arbeiter weitergetragen, damit nicht ein Arbeiter direkt alles bis in die Walachei zur Baustelle stellen muss. Ich werde jetzt kurz drei Knöpfe drücken. Der eine ist der Knopf S. Damit sehen wir den Status bzw. den Produktionsgrad von Gebäuden, also wie produktiv die sind. Dann drücke ich C, damit wir nochmal das Gebäude haben. Und hier oben rechts werdet ihr gleich was sehen. Achtet auf die Geschwindigkeit der Figuren. Ich drücke V. Dadurch ist das Spiel ein bisschen beschleunigt und ist weniger langatmig. Langatmig ist eigentlich das falsche Wort, aber es geht einfach ein bisschen flotter voran alles. Und da ich ein Freund davon bin, dass es flott geht, machen wir es einfach so. So, ihr seht, die ersten beiden Gebäude, Holzfäller und Steinbruch, die brauchen nur Bretter, da sind schon alle vorhanden. Erst wird das Gerüst immer aufgestellt und dann sieht man, wie das Gebäude nach und nach, ja, man kann sagen, wächst. Beim Sägewerk hingegen brauchen wir auch Steine, liegt daran, dass es ein etwas größeres Gebäude ist. Und deswegen wird erstmal mit Holz das Gerüst gebaut. Mit Steinen kann man nicht anfangen zu bauen. Wenn ich jetzt hier nur Steine hätte, würde nichts passieren. So, jetzt dürften schon alle Ressourcen vorhanden sein und deswegen heißt es jetzt einfach nur noch abwarten. Ihr seht hier, der Holzfäller ist fertig und er bezieht auch schon direkt sein Domizil, so dass er gleich direkt anfangen kann mit der Arbeit. Gleiches gilt für den Steinmetz. Ihr seht jetzt übrigens hier, die Produktion ist noch bei 0%. Logisch, er fängt ja auch gerade erst an, Holz zu hacken. Gleich hat er sein erstes Bäumchen platt und da geht er down. Wunderbar. Der Steinmetz macht sich auch direkt an die Arbeit. Keine Müdigkeit vorschützen. Und er drischt ein bisschen auf die Steine ein. Mal kurz Tempo raus, dann... Na, okay. Manchmal hört man die Soundeffekte leider nicht. Also wie sie draufhacken. Hängt häufig hiermit zusammen, dass dann einfach zu der damaligen Zeit war das Spiel einfach noch so, ich sag's mal, einfach gehalten, dass wenn ein Sound relativ dicht hintereinander kam, konnte der den nicht zweimal hintereinander abspielen, deswegen blieb er einmal aus. Wie ihr hört zwischendurch, man hört nicht jeden Hammerschlag, den er an diesem Sägewerk gerade macht. Das ist natürlich auch dann kein Problem. Kurz zu den Buttons hier unten, das ist die Karte, hier können wir einstellen, ob man das Gebiet sieht.
Ne? Also hier, das Blaue ist mein Territorium. Hier können wir einstellen, ob man ein Gebäude sieht oder nicht. Und hier die Wege. Dann, wir haben die Möglichkeit, den Arbeitern... Ah, Moment. Entschuldigung. Wir haben die Möglichkeit, den Arbeitern zu folgen, sodass wir hier ein Fenster haben können. Und egal, wo wir sind, wir sehen, was unser Steinmetz gerade macht, bis zu dem Zeitpunkt, wo er wieder reingeht. Bis jetzt. Jetzt sieht ihr hier dieses X und da bleibt die Kamera stehen. Ja, nicht direkt ein X, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Also, 8. Tag nach dem Schiffbruch. Die Grundlagen für den Ausbau unserer Siedlung sind geschaffen. Der Baumbestand in diesem Gebiet wird aber nicht lange vorhalten. Um die langfristige Versorgung mit Holz zu gewährleisten, benötigen wir einen Förster. Bauen Sie ein Forsthaus. Das ist unser Nachrichtensymbol. Hier sehen wir, wir haben einen neuen Gebäudetyp, das Forsthaus. Ach ja, eine kurze Info noch vorab, fällt mir gerade ein. Ich werde bewusst bei diesem Let's Play das anders machen als sonst. Ich werde mich nicht bei jeder Folge verabschieden und euch begrüßen. Ich werde einfach mehrere Sachen direkt an einem Stück aufnehmen. Und, oh, der Weg, der war jetzt ein bisschen doof. Zack, zack, zack. Ich werde mehrere Sachen direkt am Stück aufnehmen und, also ich versuche dann immer so ein Level durchzuspielen. Die Level dauern ein bisschen länger, deswegen werde ich das so machen, damit ich nicht immer wieder das Level abbrechen muss. Ich werde es dann, wie gesagt, in einer Rutsche machen und dann wird das alles hoffentlich euch gefallen. Ich werde hier mal eben schon ein zweites Sägewerk bauen, auch wenn das gerade nicht mein Ziel ist. Wisst ihr was? Ich baue das nicht hier, ich baue das hier unten hin. Warum, werdet ihr später sehen. Hängt einfach damit zusammen, hier habe ich noch mehr Platz für größere Gebäude und den möchte ich dafür natürlich auch gerne nutzen. Deswegen kommt das Sägewerk hier unten hin. Ein zweites Sägewerk ist durchaus angebracht und ich werde jetzt hier noch einen weiteren Holzfäller machen und einen weiteren Förster. So dürfen wir hier hinten dann gleich alles voller Bäume haben und da dürften relativ schnell diese eben gefällt werden, wodurch unsere beiden Sägewerke gut versorgt werden. Denn ihr seht, wir haben nur noch 3 Bretter. Klar, natürlich baue ich jetzt hier ein bisschen mehr, ne? Aber da ich das Bautempo bald erhöhen werde, wird ein zweites Sägewerk unumgänglich sein, sonst bleiben die Baustellen nämlich einige Zeit ruhig stehen. Und das wollen wir natürlich nicht. So, 11. Tag im 2. Monat nach dem Schiffbruch. Wir wissen immer noch nicht, ob wir alleine auf dieser Insel sind. Vorsichtshalber sollten wir einen Wachposten an den offenen Grenzen zum Landesinneren errichten. Bauen Sie eine Baracke an der nördlichen Grenze Ihrer Siedlung. Und wieder ein neuer Gebäudetyp, nämlich Baracke. Okay, dazu kommen wir gleich. Durch die Ausbreitung unseres Landes haben wir den Berg im Norden erreicht. Unser Gelehrter sollte sich dort den Boden mal anschauen. Langfristig brauchen wir Brennstoff, Baumaterial und natürlich auch Waffen und gemünztes Gold. Wir müssen also Eisenerz, Gold, Kohle und Granit finden. Bauen Sie einen Weg auf den Berg und schicken Sie Ihre Gelehrten dorthin. Das ist jetzt leider ein kleiner Bug, denn ihr seht, wir haben unsere Grenzen noch gar nicht bis zum Berg erweitert. Denn wir müssen da zuerst eine Baracke bauen. Was wir jetzt direkt tun... Ah, Moment, der Weg ist doof. Moment, machen wir es lieber so. Und dann können wir hier nämlich gleich ein großes Gebäude theoretisch noch hinbauen. Was hat es mit der Baracke auf sich? Ganz einfach, das ist eines der Militärgebäude, die unsere Grenzen erweitern können. Ihr seht, wir können nur in diesem blauen Bereich bauen. Und wie funktioniert die Baracke? Nun, die Baracke und andere Militärgebäude brauchen Soldaten. Der niedrigste Rang ist Schütze. Davon haben wir insgesamt 7. Und die werden, sobald die Baracke fertig ist, eben jene beziehen. Mit denen hängt natürlich auch das Kampfsystem zusammen. Dazu aber erst im nächsten Level mehr, weil wir hier sowieso noch auf keine Gegner treffen werden. So viel kann ich euch schon mal sagen, ohne euch hoffentlich jetzt irgendwie gespoilert zu haben. Haben wir überhaupt noch einen Förster? Ja, da haben wir noch genug Förster. Sehr schön. Denn die 3 Holzfäller brauchen Nahrung. Eigentlich so... fast optimal ein Förster auf 2 Holzfäller, aber so denke ich, habe ich auf jeden Fall immer einen guten Baumbestand mit 2 Förstern und 3 Holzfällern, dass meine Sägewerke, wie gesagt, gut versorgt sind. So, wir haben nur noch, ja, 2 Bretter haben wir, okay. Aber hier wird ja gleich ein weiteres Sägewerk geöffnet und da wird dann schon Nachschub ranrollen. So, die Baracke, die braucht hoffentlich jetzt auch nicht mehr so lange. Ja, die Außenfassade wird schon hochgezogen. Hier sieht man, bei der Baracke selber sieht man das nicht ganz so gut mit dem Gerüst. Das sieht dann immer ein bisschen komisch aus, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Wir überlassen das dem Baumeister, denn er weiß mit Sicherheit, was er da tut. So, die Baracke ist jetzt jeden Moment fertig. Und jetzt ist sie fertig und da sehen wir auch schon unseren Legionär rauskommen. Also vom Rang her Schütze, nicht vom Sternzeichen. Und er sieht halt aus wie ein typischer Legionär mit seinem Schild, der Rüstung und dem Helm. Und jetzt gleich werden unsere Grenzen erweitert. Lala.
mit diesem wunderschönen Klang wissen wir, hey, ein Militärgebäude wurde besetzt und unsere Grenzen erweitert. Was hat es mit diesen Symbolen hier auf sich? Ganz einfach, wir sehen, hier ist ein Schütze stationiert, es passen insgesamt 2 rein und diese kann man natürlich verbessern, bis hin zu Generälen. Und um das zu tun, brauchen wir Gold, das wir dann zu Münzen gießen werden und die werden dann hier reingebracht. Eine Münze kann immer maximal eine Stufe upgraden. Also wir meinen, wenn ich jetzt hier 2 Schützen drin habe, kann er einen Schützen zu einem Gefreiten upgraden. Wenn ich dann eine weitere Münze reinpacke, habe ich ja hier drin ja einen Schützen und einen Gefreiten. Dann kann er den Gefreiten einen Rang verbessern und den Schützen gleichzeitig auch. Also er kann von dem Rang immer nur einen hochschieben. So, dazu aber später erst mehr. Wir bauen jetzt erstmal einen einfachen Weg auf den Berg hinauf und werden dort 5 Gelehrte hinschicken. Darüber hinaus müssen wir natürlich unsere Grenzen noch mehr erweitern. Dich platzieren wir mal hier. Ja, komm, machen wir doch direkt so. Was soll der Geiz? Was macht die Holzproduktion? Ja, läuft so langsam, aber sicher an, würde ich sagen. Hier wird fleißigst Holz und fleißigst Stämme transportiert. Was macht unser Bestand? Ja, 3, das ist nicht schlecht, aber nun gut. 16. Tag im 6. Monat. Wir haben Eisenerz gefunden und wären jetzt in der Lage, Waffen zu produzieren. Der weiteren Erkundung der Insel stünde dann nichts mehr im Wege. Dazu müssen wir aber erst ein Eisenbergwerk und die dazugehörige Eisenschmelze bauen. Eine Waffenschmiede könnte dann die Produktion von Schwertern und Schildern übernehmen. Wir müssen aber auch die Bergarbeiter mit Nahrungsmitteln versorgen. Unsere Vorräte sind fast aufgebraucht. Wir brauchen Jäger und Fischer. Bauen Sie ein Eisenbergwerk, eine Eisenschmelze und eine Waffenschmiede. Jetzt habe ich einige neue Gebäude bekommen, wie ihr sehen werdet, nämlich einmal die Fischerhütte, das Jagdhaus, die Schmiede, die Eisenschmelze, das Eisenbergwerk und nochmal die Meldung, dass ich Eisen gefunden habe. Mein Gott, der Octavius lässt mir keine Ruhe. Die Versorgung der Schmelzereien ist gewährleistet, denn wir haben Kohle im westlichen Gebirge gefunden. Nun können wir unsere Metallerze problemlos weiterverarbeiten. Alles entwickelt sich sehr gut und wir haben noch Kohlebergwerk als neuen Typ. So, hier sehen wir die Schilder, Größe des Flecks ist immer die Konzentration. Ihr seht, hier ist nur grau, da ist gar nichts. Und hier ist ganz viel Eisenerz, da ist ganz viel Kohle. So, aber jetzt kommt erst einmal hier hinten eine Fischerhütte. Der kann dann hier unten schön fischen. Da habe ich gerade keinen Platz. Es ist zwar ein bisschen verschwenderisch, aber ich werde jetzt trotzdem, glaube ich, hier meine Fischerhütte hinbauen. Dahin. Und dann machen wir hier, da hier ja sowieso viele Bäume gleich stehen werden, unser Jagdhaus hin. So, hier warten wir erstmal, bis die Gelehrten ein bisschen erkundet haben. Das mit den Ärzten ist übrigens immer gebietsweise, will meinen, wir sind jetzt hier, scheint sich ein Fleck zu sein, der ungefähr so groß ist, wo wir Eisen finden. Hier Kohle, da sehen wir einen kleinen Fleck Kohle, das heißt, hier ist ein ganz klein bisschen Kohle zu finden. Ganz klein bisschen heißt einfach nur, die Anzahl an Kohleeinheiten, die da geschürft werden können, bis das Kohlebergwerk quasi erschöpft ist und ja. So, der nächste Schütze sucht sich seine Baracke und schlägt dort sein Lager auf. Hier ist alles voller wunderschöner Bäumchen. Das ist gut. Und da ist auch schon eine weitere Baracke fertig. Wunderbar. Hier nochmal die Meldung, Militärgebäude besetzt, sodass unsere Grenzen erweitert sind. So, ich würde sagen, ich könnte hier schon mal das erste Eisenbergwerk bauen. Dann bauen wir hier direkt eine Schmelze. Moment. Und hier machen wir eine Schmiede. Zack. Lala. Wieder einmal erweitert und wieder einmal werden wir hier am Rande eine Baracke bauen. Am Rand mache ich das aus dem Grund, weil ich möchte einfach hier oben keinen unnötigen Bauraum verschwenden. So, da wir natürlich auch Kohle brauchen, baue ich jetzt hier als Abgrenzung ein Kohlebergwerk hin. Da habe ich jetzt zwar nichts gesehen, ich gehe aber davon aus, dass dort Kohle ist. Die Fahne kann ich schon mal abreißen und dafür baue ich dann hier ein Eisenbergwerk hin. So, zack und zack. Jetzt habe ich sehr viele Baustellen. Ich hoffe, meine Holzproduktion kommt hinterher. Ah, wir sehen schon, wir haben keine Bretter mehr. Allerdings, meine Sägewerke haben beide noch einen Baumstamm im Petto. Hier, die wurden jetzt gerade verbraucht, aber da kommen schon direkt die nächsten.